Meister stand letztendlich das heutige Schloss als Meisterwerk historischer Architektur. Es knüpft an die Größe Mecklenburgs im 16. Jahrhundert an und zeugt von den jahrhundertealten Dynastien der mecklenburgischen Regenten. Friedrich Franz II. Herr Sendler hat seine Frau in Empfang genommen. Jetzt muss er aber flugs hinterher, damit es beim nächsten Bild wieder schön. Herr Sendler, vielen Dank für diesen schönen Bau und die schöne Aussicht auf den Fahrtenteil. Die Hochradfahrer, eine wahre Kunst auf diesem Kopfsteinpflaster, aber sie beherrschen es perfekt. Das 19. Jahrhundert wurde das Jahrhundert der Bürgerstrategie. Industrialisierung und gesellschaftlicher Wandel prägten das bürgerliche Zeitalter ebenso wie das Engagement der Bürger für und in ihre Stadt. Das Vereinswesen charakterisierte die bürgerliche Gesellschaft. Wer dazu gehören wollte, schloss sich einem Verein an, egal ob Sportverein, Bildungs-, Wissenschaftsverein oder Kulturvereine, berufliche oder wirtschaftliche Zusammenschlüsse bis hin zu politischen Vereinen, den Parteien, fand sich nahezu jeder Zweck im Spektrum der Freiwilligen Vereinigung der Bürger der Stadt wieder. Und das wollte ich Ihnen jetzt auch im nächsten Bild zeigen. Beginnen natürlich mit den Turner. Die Turnerriege. Gewichte 97,5 Kilogramm auf jeder Seite, so steht geschrieben, noch öfter stellen muss, dann wird er, glaube ich, hinten nicht mehr ankommen. Applaus für die Turnerriege. Wir haben schon gesagt, Schwerin ist ganz eng mit dem Wassersport verbunden und das war auch damals schon und deshalb ein Blick zum historischen Ruderverein. Natürlich angeführt mit der Vereinsfahne sehen wir ein wunderschön hergerichtetes altes Holzboot. Wenn wir über Zusammenschlüsse Vereine reden, dann darf man natürlich auch den historischen Gesangsverein nicht vergessen, denn auch der hatte in Schwerin zu seiner Zeit eine große Rolle gespielt. Der historische Gesangsverein wird jetzt auf den Schalt- und Schränkemarsch spielen. Das Stück wurde 1928 als Werbemarsch gespielt. Bildparty, der Dr. Oettinger zur Verfügung gestellt, einen Brauereiwagen. Die Lübcker Brauerei hat den Wagen zur Verfügung gestellt. Bildparty, wie gesagt, die Oettinger Brauerei. Denn ein bedeutender Industriezweig in Schwerin machte die Brauereien aus, von denen am Ende des 19. Jahrhunderts 6 zu den 20 größten Betrieben in Schwerin gehörten. Zu den bekanntesten gehörten die Brauerei Schall und Schwenke, die bis in die Jahre 1950 existierte, deshalb auch der sogenannte Schall- und Schwenke-Marsch. Mit dem Anschluss Schwerins an die Eisenbahn 1847 begann auch hier ein wirtschaftlicher Aufschwung. Doch erst der Beitritt zum Norddeutschen Bund 1869 und die Gründung des Deutschen Reichs 1871 schießen die Voraussetzung, dass die Industrie, wenn noch in bescheidenen Maße in Berlin und Mecklenburg eine interessante Entwicklung machen. Eine eigene mecklenburgische Eisenbahngesellschaft, die Friedrich-Franz-Eisenbahn, sorgte für den Ausbau des Eisenbahnnetzes in Großherzogtum in den folgenden Jahrzehnten. Bildparty hier, Ingenieur Kansold, Moltan in Schwerin und unterstützt wird das Ganze natürlich durch die Deutsche Bahn. Übrigens, die Gutsbesitzer sahen das damals alle sehr, sehr skeptisch. Sie hatten sich gegen die Bahn gewehrt, weil sie einfach Angst hatten, die Bahn würde ihr Ziel vertreiben. Und hier sehen wir noch eine historische Maschine. Es geht weiter mit der Post. Der Deutsche stellt
den Kopfwagen zur Verfügung. Und mit der Gründung des Deutschen Reichs gehört eine eigenständige Regierung zur Postbahn zu existieren und geht in der Deutschen Post auf. Übrigens, ein ganz kleiner Hinweis, die Pferdeäpfel, die vielleicht freigelassen werden, bitte aufsammeln und als Dünger für die Garten mitnehmen. Ja, das gab es damals in historischen Schwerin auch schon. Nur hat man es damals aufgesammelt und als Brennstoff mit nach Hause genommen. Der Zweite Weltkrieg, Flucht und Vertreibung, das nächste Bild. Der Erste Weltkrieg, Entschuldigung. Wir haben es an den Kostümen gesehen. Das ist die Periode, die wir jetzt sehen, vom Ersten Weltkrieg bis zur Abschaffung des Großherzogs. Wenn auch die Kriegsschauplätze im Ersten Weltkrieg weit weg von Mecklenburg entfernt waren, wurde die Bevölkerung durch Einziehung zum Militär und Kriegstote durch Entbehrung, Ablieferung und Misswirtschaft, Freisteigung und Nahrungsmittelknappheit stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Wirtschaft im Land produzierte fast ausschließlich für die Rüstung. Die Unzufriedenheit vor allem der Arbeiter, den Rüstungsbetrieben, aber auch der hungernde Bevölkerung führte schließlich zur Revolution. Abdankung des Großherzogs und Ausrufung des Freistaats Mecklenburg-Schwerin in der Weimarer Republik. Mecklenburg erhielt damit erstmals in seiner Geschichte eine parlamentarisch-demokratische Verfassung. Man muss an dieser Stelle auch sagen, die Schweriner waren wirklich auf ihre Residenz fixiert. Denn es wurde für sie bitter. Einige konnten selbst in der demokratischen Republik nicht davon ablassen, sich als Hoflieferanten, Hofkellermeister oder Hofhandwerker anreden zu lassen. Ja, sie jammerten in der alten Zeit regelrecht schon dahin. Der 14. November 1918 brachte dann das Ende der Monarchie in Schwerin. Der Großherzog durfte lediglich die Ludwigslust behalten und er musste abfahren. Aber auch danach brach eine neue Zeit für die Schweriner an und das sollte eine Zeit des Aufschwungs werden. Die goldenen 20er Jahre. Den Vater hier, Jörg Reinholz von der Provinzialversicherung und die Netto. Der schöne Oldtimer, den wir hier sehen, den stellte der Steinhämmermann zur Verfügung. Er ist Apotheker hier in Schwerin und er sammelt Oldtimer. Nach den schweren Jahren, nach dem Krieg, nach Inflation und Krise folgten endlich wieder gute Jahre. In den goldenen 20er verbindet sich in den Städten ausschreitende Sachlebensgesellschaft und Wohlstand. Ja, 1927 wurde übrigens auch die erste Radiosprechstelle in Schwerin eingerichtet, und zwar im Schloss. Und nach dem Krieg war dann die erste Sendestation in der Post. Doch man kann nicht immer nur feiern und ausschweifend leben, denn schon bald hatte die Herrlichkeit ein Ende. Die Weltwirtschaftskrise brachte Firmenzusammenbrüche und eine hohe Arbeitslosigkeit und ebnete den Weg für die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Anschließend läuft der stadtbekannte Straßenflieger August Felten, dargestellt auch durch Andreas Auer, der ist jetzt hier schon in die Kurve rum. Der Zweite Weltkrieg, Flucht und Vertreibung, so ist das nächste Bild entstehen. Die nationalsozialistische Verfolgungspolitik hinterließ auch in Schwerin ihre Spuren. Die jüdischen Bürger der Stadt wurden ausgegrenzt und entkräftet. Schließlich wurden ihre Synagogen zerstört und die Familien Juden der Schwerin getroffen wurden vermordet. Kommunisten, Sozialdemokraten, aber auch Christen wurden mit staatlicher Gewalt